Ja, und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Acker. Und zwar habe ich mir, wie man vielleicht schon gesehen hat, ein neues Zelt geleistet. Beziehungsweise, dass es neu ist, das hat man vielleicht erwartet, dass ich es mir geleistet habe. Das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Und das ist ein Zelt, von dem ich schon lange geträumt habe. Und zwar das Anaris von Hilleberg. Und wer so einigermaßen mal was von Zelten gehört hat, weiß, das heißt, das Ding ist teuer. Und das Ding ist voraussichtlich auch toll. So, das ist mein ehrlich gesagt zweiter Aufbau. Ich wollte euch gern beim ersten Aufbau schon dabei haben. Den musste ich aber in einer nicht so filmfreundlichen Umgebung tätigen. Wollte es aber unbedingt relativ zeitnah nach Kauf mal aufgestellt haben. Daher ist es jetzt mein zweiter Aufbau unter, ich sag mal, erschwerten Bedingungen. Wir haben hier nämlich ziemlich hohes Gras auf unserem Familienacker und dementsprechend komme ich, ja, habe ich jetzt halt erstmal einen Grasuntergrund unterm Zeltboden, der den Zeltboden wahrscheinlich ein bisschen hochhebt, und bin jetzt selber mal gespannt, wie es da drin ausschaut. Aber ich nehme jetzt einfach mal drinnen Platz und dann erzähle ich euch noch ein paar Sachen und dann gucken wir uns später noch die Details vom Zelt selbstverständlich auch noch an. Wichtig wäre noch auf jeden Fall zu erwähnen, es handelt sich hier jetzt nicht um irgendeine Zeltempfehlung, irgendeinen Test, ein Review oder sonst was. Ich möchte das Ding jetzt einfach erstmal nur vorzeigen. Langzeiterfahrung folgt, sobald ich Langzeiterfahrung auch wirklich habe. Das geht also noch ein Weilchen. Gut. Flupp. So. Und Türe, Innentüre auf. Moment, nee, oben. Oben ist der Reißverschluss. Ja, dafür braucht man eigentlich beide Hände. Das ist ein bisschen mühsam. Das ist tatsächlich so. Das haben schon andere Leute zu dem Zelt gesagt, dass es manchmal ein bisschen mühsam ist, weil man halt zwei Hände zum Aufmachen vom Innenzelt braucht. Hoppa. Aber ja. Upp. Hallo, herzlich willkommen im Zelt. Flop. Und da sind wir. Ne? Das ist also das Anaris von Hilleberg. Sieht extrem geräumig aus. Das liegt natürlich am extremen Weitwinkel meiner Kamera. Aber es ist groß. Ja? Es fühlt sich auch wirklich geräumig an. Jetzt ist hier natürlich, man hört es, ja, und man sieht es. Hier ist natürlich mordsmäßig Gras jetzt auch unterm Zeltboden. Das führt jetzt natürlich dazu, dass das Ding nicht flach aufliegt. Aber wie man sehen kann, ich kann hier drin bequem sitzen mit Hut. Ja, und insbesondere, wenn ich mich in die Mitte hocke, dann kann ich hier erst recht bequem sitzen. Nochmal mit Hut. Und das soll was heißen. Ne? Also das ist schon relativ bemerkenswert. Ja. Ich will das Video kurz halten. Wir machen dann noch eine Diskussionsrunde, vielleicht noch mal irgendwann ein separates Video zum Preis. Innenleben besteht darin, dass es da oben, jeweils in der Ecke, hier hinten, da kann man es jetzt sehen, da gibt es einen Haken bzw. eine Schlaufe, da kann man eine Schnur dran festmachen, und die Schnur, die geht dann von da bis logischerweise nach da hinten, also ne, auf gut Deutsch, du kannst hier eine Wäscheleine lang spannen. Das war's. Das waren die Features vom Innenleben. Mehr gibt's nicht, weil je weniger, desto leichter. Es gibt keine Taschen, ja? Da hinten keine Taschen, da auch keine Taschen, an der Seite hinter mir logischerweise auch keine Taschen, weil da besteht die komplette Wand nur aus Mückennetz. Ergo, wie soll man da eine Tasche anbringen? Und ja, das war's im Grunde zum Innenleben gewesen. Fühlt sich extrem raumig an, ja? Gerade für einen alleine, ohne Isomatten drin, ohne Schlafsäcke drin, fühlt sich das wirklich vom Raumgefühl her luxuriös, großzügig geschnitten an. Zu zweit ist es dann auch sicherlich noch gut zu managen, gut machbar vom Raumgefühl her, da man ja, und das ist jetzt das Schöne, wenn man hier drin liegt, jetzt mache ich mir mein Zelt gleich nass, egal, früher oder später. Früher oder später muss das ja. Ne? So,
Und wenn man jetzt hier drin liegt, das kann man bestimmt alles noch besser abspannen, als ich das jetzt getan habe beim zweiten Aufbau. Ich habe mir auch keine große Mühe gegeben, alles super toll abzuspannen. Hauptsache steht erstmal. Dann habe ich, ne, wenn ich mich jetzt hinlege, das könnt ihr an der Hutkrempe sehen. Ich habe jetzt nicht so viel Platz Richtung Decke. Das geht aber. Und dadurch, dass die Hutkrempe hinten, ich sehe mir nicht platt, ne, also ich liege nicht flach auf mit dem Kopf. Das entspricht ungefähr der Haltung, die ich dann auch mit dem Kopfkissen auf einer dicken Isomatte einnehmen würde. Das heißt, es reicht, dass einem das Ding nicht ins Gesicht hängt. So, gucken wir Fuß. Seht ihr da? Ne, Fuß. Ich kratze mit der Schuhspitze gerade so ein bisschen am Innenzelt. Ja, also auch da reichlich Platz mit Isomatte, dafür dann aber ohne Schuhe und vielleicht auch die Beine nicht übereinander liegend, würde man, wenn man die Beine parallel nimmt, ne, auch problemlos hier klarkommen, ohne ans Innenzelt zu stoßen. Ich bin 1,89 Meter. Wer kürzer ist, hat sowieso noch weniger Probleme. Platztechnisch, ich liege, Moment, jetzt. Jetzt liege ich am Rand, ja? Und hatte das Gefühl, dass ich so vom Platzbedarf her, meine Isomatte ist ja sehr schmal, die ich normalerweise verwende, würde ich vom Platzbedarf hier so hinkommen. Insbesondere da ich, ja, gucken wir nochmal so rum, ne, da hier Mückennetz ist. Das heißt, wenn du jetzt aus Versehen dich da dagegen lehnst, dann ist das völlig egal. Und das Tolle ist, da gibt es auch nichts, was irgendwie nass wäre, wo man nicht mit dem Schlafsack drankommen dürfte, ohne den Schlafsack nass zu machen. Ja, das gibt es da alles nicht. Dementsprechend ist hier neben mir der komplette Bereich alles noch frei für eine zweite Person. Die hat dann auch nochmal entsprechend viel Platz. Und so hat man eigentlich einfach dadurch, dass man auch ganz nah an die Wand ranrutschen kann, sollte man hier problemlos auch als zwei größere Personen reinpassen. Insbesondere, wenn man dann allerschlimmstenfalls, wenn man sagt, okay, jetzt sind wir schon ein paar Tage auf Tour, jetzt brauchen wir jeweils ein bisschen mehr Platz füreinander und wollen nicht ganz so sehr kuscheln, dann legt man sich halt andersrum. Ja? Sprich, wenn die jetzt nur Füße neben mir liegen, dann habe ich da natürlich noch viel, viel, viel mehr Platz. Beziehungsweise drehen wir das nochmal um. Hier ist jetzt selber Füße, ne? Die brauchen nicht so viel Platz. Und der andere hätte, wenn man sich dann eben andersrum hinlegt, dann da jede Menge Platz für den Oberkörper. Also das wäre noch so eine Zusatzlösung für noch mehr Platz. So, jetzt bin ich aber allein. Ah! Und allein ist das natürlich wirklich ein Raumwunder und ein Palast. Da kann man überhaupt nichts sagen. Man kann sich, wenn man ganz, ganz groß ist, so 2 Meter irgendwas, dann kann man sich hier auch einfach schräg reinlegen. Also von Ecke zu Ecke. Dann hat man hier wirklich massiv Platz. Und ich habe es ja schon mal erwähnt, aber durch die spezielle Konstruktion dieses Zeltes ist es überhaupt kein Problem, hier drin zu sitzen, zumindest nicht in der Mitte. Am Rand dann irgendwann schon, natürlich. Aber es können auch 2 Leute in der Mitte sitzen. Und das Tolle ist, wenn jeder rausguckt, also einmal da raus, einmal da raus, dann kann man sich auch Rücken an Rücken sogar anlehnen und hat eine Rückenlehne und kann dann Karten spielen, kann man sich gegenseitig schon nicht in die Karten gucken, kann, weiß ich nicht, lustige Spielchen, wer bin ich, lustige Zahlenspielchen, ich sehe was du nicht siehst, was man auf der einen Seite vom Zelt tatsächlich nicht sieht und auf der anderen vielleicht schon, irgendwie sowas. Also man kann sich hier dann auch gut die Zeit verschlagen, man kann wunderbar da auch sitzen und kochen. Ne? Das muss ich euch kurz demonstrieren, hier auch die Beine aus dem Zelt hängen lassen. Selbstverständlich kannst du den ganzen Lappen, der da hängt, auch aufwickeln. Und aber mal angenommen, ich säße hier jetzt so, seht ihr, ne? Also überhaupt kein Problem, jetzt hier auch was zu köcheln, im Innenzelt hocken, ne? Auf dem trockenen Innenzeltboden, die Beine da ein bisschen raushängen. Gegebenenfalls ist das Gras da ein kleines bisschen nass, so wie jetzt, hat gerade geregnet. Und aber überhaupt kein Thema, da kann man dann wirklich wunderbar kochen. Alles Material zur Seite schlagen, ne? Da hängt dann einem auch nichts in den Kocher rein. Da drüben könnte man, wenn man Angst vor schlechtem Wetter hat, sein Zeug sicher unterbringen, seine Utensilien. Und wenn dann plötzlich der Regenschauer kommt, dann macht man das Ganze halt zu und dann ist man auch in Sicherheit. Also das sind alles so Sachen, die wusste ich natürlich schon früher. Das war ja auch mit der Grund, warum ich mir das hier so zugelegt habe. Und
ist ein Dreijahreszeitenzelt. Ganz klar, das ist nicht für den Winter ausgelegt. Die einzige Lüftung, die es gibt, die kommt dadurch zustande, dass das unten nicht am Boden aufliegt und es unten unter das Zelt quasi drunter winden kann. Man kann es auch noch ein Stückchen höher aufbauen, als ich das jetzt getan habe. Natürlich, das täuscht jetzt alles durch das Gras ein bisschen. Ich zeige es euch aber gleich nochmal von außen. Und dann weht es unten rein und weht einem komplett durchs Zelt und weht auf der anderen Seite wieder raus, was für insgesamt eine ganz gute Belüftung sorgen sollte. Sollte, das kann ich noch nicht richtig beurteilen, weil ist ja noch neu und das hier ist nur ein erster Eindruck. Ne? Aufbau mit Trekkingstöcken, hat kein Gestänge, es gibt auch kein Gestänge dazu, wobei weiß ich gar nicht, ich glaube es gibt irgendwelche speziellen Stangen, die man von wem anders kriegen kann, die dann hier natürlich auch hinpassen, die man hier verwenden kann für das Anaris. Aber ja, also wenn du überhaupt nicht mit Trekkingstöcken unterwegs bist, dann ist das Anaris einfach schlicht und ergreifend auch nicht das richtige Zelt. Es gibt bei Hilleberg ja diverse Zelte im Angebot und ein Anaris zu kaufen, obwohl man nie Trekkingstöcke dabei hat, das wäre dann wirklich ziemlich bekloppt, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Mückennetzqualität. So ziemlich das Beste, was ich so je gesehen habe. Unglaublich fein, da kommt überhaupt nichts durch, egal wie winzig. So kleine Insekten, man könnte schon fast meinen, man kann damit Wasser filtern. So fein ist das. Kann man natürlich nicht. So, und jetzt kommt der Flieger, den warten wir kurz ab. Er ist weg, jetzt hatte ich auch die Zeit, hier mal aufzukrempeln, was aufzukrempeln ist. Da könnt ihr jetzt auch noch mal ganz schön reingucken. Und also da hat man wirklich genügend Platz fürs Gepäck. Und das da gibt es zweimal. Also diese Ecke, ja, wenn man hier jetzt zumachen würde, hätte man diese Ecke nochmal. Und auf der anderen Seite gibt es nochmal das Gleiche. Also ich weiß nicht, was für ein Gepäck man mit sich rumschleppen soll, das hier nicht in die locker, problemlos in die Apsiden passt. Und im Zeltinneren hat man dann, je nachdem wie groß oder klein, man ist natürlich auch noch mal eine ganze Ecke Platz. So, jetzt habe ich mir das Innenzelt eingesaut, weil ich hier natürlich mit den Schuhen drin rumgesaut habe. Aber das wäre früher oder später sowieso irgendwann der Fall gewesen. Von daher, ja, ne? So. Das kommt davon, wenn man schnell was filmen möchte und keine Zeit hat, vorher Schuhe auszuziehen, bevor man hier im Innenzelt rumsaut. Das kann ich ja dann aber noch irgendwie putzen, bevor Frau hier das erste Mal rein soll. Das wäre vielleicht klüger. So, dann fragt die sich, wie ich mit neu erworbenen, sauteuren Sachen, die sie mir schweren Herzens erlaubt hat zu kaufen, umgehe. Ja, von außen. Wir gucken. Ja, also wie gesagt, Aufbau, ich tüftel noch dran, ne? Ich gucke noch, finde noch raus, wo man wo straff ziehen muss, damit das dann auch alles schön straff steht. Hab da überhaupt keine Ambition, euch jetzt hier irgendwie den perfekten Aufbau zeigen zu wollen. Aber grundsätzlich ist es so, dass du erst das Außenzelt, das Innenzelt am Boden festmachst und dann das überhalb sich befindliche Außenzelt erstmal an den vier Ecken, hier, da hinten, da, festmachst, dann die Trekkingstöcke quasi noch mit der roten Leine abspannst und dann lassen die sich auch noch mal zusätzlich durch eine der beiden Türen fixieren, die dann problemlos auch zu öffnen ist, dadurch, dass nur die eine Seite quasi festgemacht ist und die andere nicht. Man kann beide Türen auch noch mit diesem, das ist auch noch mal so ein spannendes Detail, mit diesem roten Nopselchen kann man beide Türen auch noch aneinander am Reißverschluss festmachen. Das dient dazu, dass wenn der Wind hier massiv drunter pustet, dass dann nicht der Reißverschluss aufgerissen wird. Das könnte ja theoretisch passieren. Und das sichert das dann quasi ab. Also bei ganz starken Winden hat man da dann nochmal diese zusätzliche Sicherung. Es gibt ein paar reflektierende Elemente, hier zum Beispiel, damit man sein Zelt auch wiederfindet im Dunkeln. Dann alle vier Türen sozusagen haben hier dieses Nopselchen, das da, um die Tür aufzuwickeln. Und man kann übrigens hier die Ecken vom Innenzelt, die kann man auch nochmal, das ist diese Strippe, die steht, hängt quasi an der Ecke vom Innenzelt, damit kann man sich das Innenzelt auch nochmal abspannen, damit kriegt man im Innenzelt etwas mehr Platz, spannt das ganze Zelt noch etwas höher. Und je nachdem, wohin man das abspannt, es ist ja zum Beispiel auch nicht gesagt, dass man diese Ecke hier zwingend
auf dem Boden festspannen muss. Man könnte diese Ecke hier auch an einem Baum festmachen. Oder wenn man in der Nähe eine Böschung hat oder sonst was, könnte man das Ganze auch ein bisschen höher spannen, damit man noch mehr Luft hat, die da unter das Zelt zirkuliert. Und ansonsten ist es ein sehr klassisches Design. Also das hat man so oder so ähnlich garantiert schon mal gesehen. Und zwar vor 30, 40 oder was weiß ich wie vielen Jahren. Also ganz, ganz klassisches Zeltdesign, das wir hier haben. Auf der anderen Seite genau dasselbe mit der Tür, hier oben nochmal abzuspannen. Man braucht 12 Heringe, wenn man wirklich alles abspannen möchte, was abzuspannen ist. Man braucht allerdings Minimum auch leider 10 Heringe, weil die einzige Möglichkeit, 2 Heringe zu sparen, ist im Grunde die Türabspannung ja entweder wegzulassen natürlich. Gut, bei ganz gutem Wetter geht das natürlich auch, dass man einfach auf der einen Seite die Türen komplett hochkrempelt, beide, und dann braucht man da auch nichts abspannen, logisch. Aber man könnte theoretisch den Abspanner von der Tür und den Abspanner von da oben mit demselben Hering am Boden festmachen. Dann würde man sich jeweils einen Hering sparen. Und wenn man noch mehr Zeug abspannen, wie gesagt, die Innenzeltschnüre, ne? Die Ecken vom Innenzeltschnüre, die kann man kann das Innenzelt im Außenzelt auch direkt befestigen, direkt aneinander festmachen und kann diese Schnüre dann auch zu Hause lassen. Die braucht man für speziellere Aufbauten, weil theoretisch kann man mit dem Zelt auch komplett ohne Außenzelt das Ganze aufstellen. Dafür sind dann so eine Schnüre, diese Schnüre hier wichtig. Man kann nur das Außenzelt aufstellen, man kann das komplette Außenzelt aufwickeln, das komplette Zelt auswickeln. Das gibt dann hier oben eine Wurst. Ja, und dann guckt hier nur noch das Innenzelt raus. Man hat die Wurst aber griffbereit und sollte es wieder erwarten, doch regnen, muss man nur noch seine Wurst aufmachen und hat sofort quasi das Außenzelt wieder drüber und ist regengeschützt, obwohl man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass es vielleicht regnen könnte. Man kann aber theoretisch auch das Außenzelt komplett zu Hause lassen oder mit dem Außenzelt alleine sich ein riesiges Tarp bauen. Auch das geht. Also eins der vielfältigsten Zelte, die ich je gesehen habe. Ganz, ganz viele Anwendungsbeispiele. Ich bin bisher sehr begeistert, außer dass ich es jetzt dreckig gemacht habe. Wie gesagt, das muss ich noch putzen, bevor Frau das sieht. Aber ansonsten, ja, das ist wirklich schon, war ein Traum. War das Zelt, das ich wirklich seit langem haben möchte. Es lässt sich übrigens auch, ne, hier mit der Strippe, wo die normale Zeltleine dran ist, da kann man natürlich auch die Zeltleine oder noch eine längere Leine installieren, wenn man das dann möchte. Damit kann man es auch zwischen zwei Bäumen aufspannen. Und wenn man keine Trekkingstöcke hat und sagt, ich habe aber immer zwei Bäume, zwischen denen ich mein Zelt aufspannen kann, dann ist auch das eine Möglichkeit. Ne? Aber nochmal, ich sehe nicht ein, warum jemand, der nicht mit Trekkingstöcken unterwegs ist, sich ausgerechnet für ein Anaris entscheiden sollte. Das wäre ein bisschen, ja. Ja, braucht man schon spezielle Gründe für. Ne? Gut. Das ist es im Grunde mehr oder weniger auch schon gewesen. Jetzt möchtet ihr vielleicht noch wissen, was kostet so ein Anaris, nur damit wir darüber geredet haben. 700 Öcken. Ja, ich meine Euro, nicht Steine oder sowas. Und ja, das ist halt ein Hilleberg-Zelt. Ja, die kosten so viel, das ist so. Warum das so ist und ob das jetzt gut oder schlecht ist und so fort, das können wir gerne dann nochmal in einem gesonderten Video diskutieren. Aber so viel jetzt erstmal zum Ersteindruck zum Anaris. So ein Ersteindruck, davon gibt es schon ein paar Videos auf YouTube, das ist jetzt nichts so Besonderes. Auf Deutsch, ehrlich gesagt, gibt es allerdings noch nicht so ganz so viele dazu und von daher, ja, vielleicht kanntet ihr das ja noch gar nicht und das hat euch jetzt in irgendeiner Form weitergeholfen. Was ich davon halte, sage ich euch, wenn wir aus Norwegen zurück sind, spätestens dann reicht es zumindest mal für ein erstes Fazit, für ein ganz Langzeit-Review. Das kommt dann, ja, wenn ganz viel Zeit vergangen ist. Aber ja, das ist das Anaris. Ich freue mich sehr. Ich habe große Freude, dass das jetzt mein eigen ist. Und ja, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.